So. Ich werde mir jetzt Zeit lassen. Wir sind gestern nicht weitergekommen, weil ich abgefuckt von dem Spiel war und ich mir keine Zeit gelassen habe. Jetzt werde ich aber hardcore alles geben, was ich kann. Yay. Ja, DEFCON 37. Gestern im letzten Gebiet habe ich bestimmt 15 Frags bekommen. Ja, die Smileys bei Raidcode sind die geilsten. Echt, ich habe noch nie geilere Smileys in einem Messenger gesehen. Das ist so geil. Die sind so typisch japanisch bekloppt einfach. Ihr wolltet auch wissen, was Marco so treibt. Der hat mir gerade geantwortet. So. Ich habe gerade Marco noch gefragt, ob ich ihm euch erzählen darf, was er macht. Aber er sagt nein. Ich soll sagen, er nimmt gerade auf. Ah ja, ich war ja schon wieder ein Stück weiter gestern. Da war noch einer. Komm, Jeff, du hast alle Zeit der Welt. Frag-Grenade! Den habe ich gar nicht bemerkt. Kann es sein, dass der Ingame-Sound ein wenig leise ist, oder bilde ich mir das ein? Ich kann mein Headset auch aufdrehen. Nachtsicht. Ja, Nachtsicht kann ich machen. Ist wahrscheinlich angenehmer dann zu gucken, weil wir jetzt mit der normalen Sicht diesen Gelbschimmer haben und so sieht das Ganze ein wenig neutraler aus. Ich weiß gar nicht, hatten wir die jetzt alle geplündert? Nicht alle. Wir gehen noch mal ein ganzes Stück zurück. Checken mal aus, was es hier noch so zu holen gibt. Gewichtgrenze, sind wir gut dabei. Heißt, ich pack mir mal hier was auf Distanz mit. Ich meine, damit können wir nicht sprinten, aber scheiß drauf. Ich sehe seinen Kopf halt nicht. So, jetzt bin ich gut ausgerüstet. Jetzt habe ich nämlich hier nochmal 90 Schuss und kann jedes Magazin, das wir finden, verwenden. Und jetzt dürfte das auch alles klappen. Wir sind gerade im Roten Wald. Beim Ich weiß nicht, ob ich es sagen kann. Ich meine, wir hätten erfahren, was da ist, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Sound doch lauter, okay.
Der war eben noch nicht da. Ist besser als die Waffe, die ich eben gefunden habe. Da müssen wir diesmal nicht so weit laufen. Ja, dann hat Project jetzt Pech. Ganz einfach. Ich bin Project ich schon einen Riesenschritt entgegengekommen. Jetzt braucht er nicht rumheulen, dass er im Chat blockiert ist. Ich habe schon mal Oettinger Gold getrunken und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen widerwärtig. Ich wollte gerade klicken, ne? Kennt ihr das Gefühl? Ich meine, das ist jetzt ein NPC gewesen, aber kennt ihr das Gefühl, wenn ihr einen Ego-Shooter, Competitive oder einfach nur normal online spielt, ihr als Sniper einem Sniper gegenübersteht und der gegnerische Sniper echt eine Sekunde vorher abdrückt? Es gibt nichts Schlimmeres für mich, wirklich. Das ist wie gesagt zu bekommen, ich bin besser. Ich meine, das ist mein Motto. Und ich sage das ziemlich oft. Aber es zu sagen und es gesagt zu bekommen, sind zwei Welten. Und vor allem zögert man ja nur, weil man auf Nummer sicher gehen will. Waffe klemmt. Ich habe ja das Gefühl, dass da gleich wieder alle um die Ecke stehen, deswegen halte ich mein SVD direkt mal in der Hand und hoffe damit, alle zu quickscopen. Auch nicht. Ich hasse diese Präzision, die man auf Meisterschwierigkeitsgrad hat. Die ist nämlich gleichzusetzen mit 0. Ich habe eine Waffe zu viel aufgehoben. Aber das ist nicht schlimm. Egal, das ist jetzt keine schlechte Waffe. Hier ist aber irgendwo ein schlechter Sniper, habe ich gerade gehört. Das hier gefällt mir irgendwie besser. Oh, jetzt ist es echt eklig gelb. Ich habe das Gefühl, ich muss hier lang. Ich verstehe halt nicht. Erstmal hat die Waffe mich irritiert. Das klingt wieder wie eine billige Ausrede. Nein, deswegen habe ich nicht verloren. Die Waffe hat mich nur gerade nebenbei irritiert wegen dem Sound. Was ich sagen wollte, ich verstehe halt nicht, wie ich ihm so viele Kugeln drücke und er nicht mal zuckt oder so. Was gibt es in dem Spiel? PSO-Visiere? Ich glaube schon. Ich meine, so eins habe ich drauf. PSO-1 Zielfernrohr, ja.
Hey, geh weg. Ja, der alte Zero. Ja, ich bin auch nicht der Visier-Fan in Stalker. Kann ich voll und ganz nachvollziehen, die Aussage. Allerdings sind die Visiere alle gepatcht, damit sie wie normale Visiere aussehen, mit der Mod, die ich benutze. Die Visiere so sogar gut. Dauerfeuer. Ich bin halt aus seinem Kopf und es passiert nichts. Und er hat sich hingesetzt, für ein Nickerchen. Ich dachte, er wäre tot. Diese Geister sorgen dafür, dass man verschwommen sieht und machen, glaube ich, minimal Damage und Blutung. Wieso trinke ich die überhaupt? Ich mag keine Limo. Ich habe mir halt gedacht, ich probiere mal, aber nee. Huch. Fun. Hier sieht es anständiger ohne Nachtsicht aus. Und mit? Ja, da gehen wir lieber ohne hier durch. Hier gehen wir mit der guten alten Taschenlampe durch. Open up. F1 Granaten. Ich meine, das war relativ schwer hier. Ach ja. Kommt. Er geht. Er kommt. Er geht.